Dieses Video ist ein verkürzter Ausschnitt meiner Sendung Paddys Retro-Kosmos auf Massengeschmack TV. Jeden letzten Montag im Monat gibt es darin unter anderem Retro-Gaming, Retro-Zeitschriften oder Retro-Werbung. Schaut mal rein, www.massengeschmack.tv. Herzlich willkommen aus Pforzheim. Hier bin ich jetzt bei Sebastian Kubert im Büro. Und wir haben ja schon gesehen, dass du ein Sammler von... Ja, wieso? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, was du sammelst. Von alten Dokumenten, historischen Handschriften, Zeitdokumenten. Ja, es ist einfach fantastisch. Und wir machen jetzt einen zweiten Teil, den ich sehr toll finde, worüber ich mich sehr freue, weil wir haben klasse Themen am Start. Und womit geht's denn los? Mit der Hildegard Knef, falls man die noch kennt. Also ist ja eine Ikone. Ich würde sagen, es ist die deutsche Judy Garland. Ja, und nach Marlene Dietrich, die letzte große deutsche Diva. Diva, könnte man sagen. Was hast du da bekommen und woher hast du es? Zweimal aus eBay, einmal aus dem Nachlass. Okay. Bist du an den Nachlass dran? Ja, ich habe Kontakte von Leuten, die Nachlässe auflösen und dann weiterverkaufen und da kaufe ich kartonweise Material. Da darf man natürlich auch nicht nachlässig sein. So ist es, da muss man dranbleiben. Ja. Und das verkaufe ich dann einzeln weiter oder, wenn es interessant ist, landet es in meinem Archiv. Und eine Sache, die habe ich bei eBay erworben und das ist was ganz Besonderes, weil die Hildegard Knef ist ja erstmals nach dem Krieg erst in Erscheinung getreten, in einem Trümmerfilm war das, 1946 oder 47. Der Film heißt Die Mörder sind unter uns und ist aus dem Jahr 1946. Es war tatsächlich der erste deutsche Nachkriegsspielfilm. Tja, aber ich habe ihr doch gesagt, dass es mich nicht stört. Und ich habe hier Fotos von einer Bühnenaufführung von der Kaserne Berlin in Stansdorf, 1944, also noch im Krieg. Da war sie eine ganz junge Schauspielerin und da hat sie, das steht hier hinten drauf, Hildegard Knef singt unter einem Regenschirm am Abend, beim bunten Abend in der Kaserne Berlin, Stansdorf. Oder Stansdorf, genau. Großartig, eine junge, hübsche Frau, die dann später zu so einem großen Star werden sollte, da ist sie noch ein angehender Star sozusagen. Fast noch ein Backfisch, wie man damals gesagt hat. Also eine Jugendliche, unausgereift. Ja, genau, eine Jugendliche, die noch nicht ganz ausgereift sozusagen. Und da erkennt man sie, wenn man es weiß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sie auf diesem Bild nicht erkannt. Es gibt hinten ein Bühnenfoto noch, wo man sie im Profil sieht und da ist es sehr markant, finde ich. Da kann man sehen, das ist sie. Toll, Wahnsinn. Und das war 1944, bevor ihre Karriere losging und dann habe ich in einem Nachlass ein Fotoalbum entdeckt, wo ein Berliner 2002 die Beerdigung von der Hildegard Knef fotografiert hat. Das hat damit natürlich überhaupt nichts zu tun. Ne? Das sind zwei komplett verschiedene Quellen zur selben Person. Und das ist spannend, was man da alles zusammensammeln kann im Laufe der Zeit. Und da war zuerst noch vor der Beerdigung am letzten Domizil von Hildegard Knef, wo sie gewohnt hat, in Kleinmachnow. Da habe ich den Herrn Brandt interviewt übrigens. Das war kein ruhmreiches Interview leider, aber es war auch in Kleinmachnow. Das ist in der Nähe von Berlin in Brandenburg. Und im Erlenbusch hat sie gewohnt. Und Erlenbusch 18. Und anschließend hat er dann die Beerdigung besucht und hat dort Fotos gemacht. Jetzt keine sensationellen Nahaufnahmen, aber die Stimmung ist ein bisschen eingefangen und hat es auch schön beschriftet. Und es war am 7. Februar 2002. Ich finde es klasse, dass da Leute zugelassen waren, dass man sich verabschieden konnte. Vor einiger Zeit ist ja Herbert Feuerstein gestorben und da habe ich auch gefragt, ob man zur Beerdigung kommen kann. Ich habe so das Gefühl, dass es heute allgemein auch so ist, dass die Beerdigungen ganz oft im kleinen Kreis sind, dass man keine Öffentlichkeit will. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es schade bei einem Prominenten, bei jemandem, der so viele Leben auf sehr positive Art und Weise bereichert hat, dass man, ich wäre so gerne zu seiner Beerdigung gefahren, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich finde es immer so schade. Ich würde mich freuen, wenn ich sterbe und es kommen ein paar Leute zur Beerdigung. Ich würde mich total, ich weiß nicht, ob ich das natürlich noch erlebe, also ich meine, irgendwie erkennen kann, ich weiß ja nicht, was nach dem Tod ist, aber ich würde es jetzt von meinem jetzigen Ich aus, würde ich es einfach toll finden. Und ich finde es so schade, dass man sich da abkapselt. Traurig, also traurig. Als kleinen Abschluss noch, ich habe dann ein Buch mal erworben und da war dann sogar ein Autogramm von Hildegard Knef noch mit drin. Klasse. Von 1970, das war ihre Natürlich Biografie. Auch wieder komplett andere Quelle, hat gar nichts damit zu tun. Ja. Hier haben wir die Originalunterschrift und mit Datum sogar, das finde ich ja immer toll. Von 1970, jetzt schaue ich gerade mal, wann das Buch veröffentlicht wurde. Erste Auflage von 1970.
Das war wahrscheinlich eine Buchvorstellung. War eine Lesung irgendwo. Ja. Oder Autogrammstunde nur. Ja. Weiß man nicht. Toll. Also Hildegard Knef, tolle Sachen, rare Sachen, die man nicht jetzt unbedingt im Internet findet, wenn man ihren Namen eingibt. Das ist ja das Tolle. Das sind Sachen, die Unikate. Unikate. Die kriegst du dann in der Form nur einmal. Du hast alles auf eine Unikate gesetzt. So ist es. Ich kann mir auch in so einem Video die Witze nicht verkneifen. Entschuldigung. Man kennt ihn, man kennt ihn. Das zweite, was ich zeigen will, ist für die Norddeutschen wieder recht interessant. Das ist ein Nachlass. Also es ist ein ganzer Karton. Ich habe hier jetzt ein Fotoalbum vorbereitet von Maria Kloth. Das war eine Hamburger Volkssängerin, die gerade 50er, 60er, 70er Jahre sehr bekannt war. Und da habe ich ein schönes Fotoalbum von ihr. Und da hat sie ihre Karriere-Eckpunkte ein bisschen eingeklebt. Das sieht man auch hier schon. Da hat sie Reklame gemacht. Da hat sie Reklame gemacht und das dann da hast du den Ausschnitt reingelegt. Aus der Zeitschrift dann ausgeschnitten. Schön. Caroline, ein Fleck. Nur keine Panik, Caroline macht das schon. Ja. Caroline, ein Fleck. K2R aufsprühen, sehr lockerer Name. K2R hört sich an wie eine, was weiß ich, wer, aber K2R. Naja, K2R hat sich, nicht durchgesetzt. Ne? Genau, K2R hört sich an wie Kommissariat. Ja. Momentchen mal, das K2R Fleckenspray scheint immer noch zu existieren, wie eine kurze Recherche meinerseits ergeben hat. Offenbar sind Sebastian und ich etwas haushaltsfern. So schlecht kann das Mittel ja dann doch nicht gewesen sein. Das Album hat sie sogar geschenkt bekommen, damit sie ihre Erinnerungen einklebt. Ach komm, und sie war sogar schon in der hier mit Freddie Quinn. Oh, Freddie Quinn, den finde ich ja super. Freddie Quinn hatte eine komplett erfundene Biografie. Das war damals schon, da hat die Plattenfirma gesagt, das war eine der ersten erfundenen Biografien. Die haben gesagt, ja, wir müssen ein bisschen erfinden, du warst irgendwie, ich glaube, Seefahrer oder was. Echt? Und über, ja, sie war auch im Stummfilm sogar schon aktiv. Hier ist ein Autogramm vom 3.2.1920. Da war noch nicht mal mein Opa auf der Welt. An solchen Sachen kann ich das immer so ein bisschen sehen, wie unglaublich lange das her ist. Und was für eine hübsche Frau das auch war. Ne? Unglaublich. Als Maskottchen steht hier oben. Das sind so alte Aufnahmen. Und wie scharf diese Aufnahmen noch sind. Die war am Theater aktiv. Toll. Und hier auch wieder. 1920, da hat sie eine Menge Autogramme geschrieben. Ja. Hübsche Frau, ganz hübsche Frau. Da ist sogar ein Stummfilm-Aushangfoto mit dabei. Toll, ach Mensch. Oh, hier haben wir eine Seite übersprungen. Nee, das ist das lose Stummfilmfoto. Oh, hier ist ein Autogramm von 1919, da ist sie noch jünger. Wahnsinn, 1919. Ich meine, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Dann habe ich ein weiteres Beispiel. Das ist ein Kinderalbum. Das ist ein Album, was eine Mutter für ihr Kind angefertigt hat, nachdem es geboren wurde, mit Erinnerungen, mit Entwicklungsstufen. Und das ist das Kinderalbum von Friedrich Schönfelder. Friedrich Schönfelder ist ein ganz, ganz bekannter deutscher Schauspieler. Der hat auch als Sprecher viel gemacht. Bei der Schuh des Manitou gibt es da einen Off-Sprecher, der die Geschichte erzählt, und es wurde gesprochen von Friedrich Schönfelder. Und das ist sein Kinderalbum. Das ist sein Kinderalbum. Und da kann man ganz viel aus seiner Kindheit sehen. Lebt er noch? Nein. Nee, da ist. Okay. Da ist ja wieder aus dem Nachlass. Seine Witwe hat sie direkt verkauft. Okay. Klar. Unser Friedel. Unser Friedel. Schon richtig gedruckt hier, ne? Also, okay. Oh, hier mit Tagebucheinträgen. Genau. Da kann man halt biografisch alles nachlesen. 1916, ja. Und mit dem Ersten Weltkrieg. Da sind auch viele intime Geschichten drin. Zum Beispiel? Ich habe es noch nicht ganz ausgewertet, aber es ist ein Kindernacktfoto von ihm auch drin zum Beispiel. Das lassen wir jetzt mal raus. Ja, klar. Und bezüglich Operationen und so Geschichten stehen da auch Sachen drin. Hammer. Aber das muss man in Ruhe mal wissenschaftlich ausarbeiten. Eine Karte. Eine Brotkarte. Trockenmehl, eine Brotkarte. Steht ein Datum drauf? Nur Oktober. Nur ohne. Aber Erster Weltkrieg dann wahrscheinlich. Oder Nachkriegszeit. What? Die haben ja gehungert noch 1919, 20, 21, Inflationszeit. Wow, das traue ich mich gar nicht anzufassen. Das ist ja noch wie neu. Du machst es trotzdem. Das ist ja noch wie neu. Weißt du, über 100 Jahre hat das Ding überlebt. Ich habe das 10 Sekunden in der Hand am Arsch. Ich habe da ein Talent für. Deswegen, ich darf so Sachen gar nicht anfassen. Ich bin clumsy Schlumpf. Aber wie geil ist das denn, ey? Wie geil. Bis wie lang ist das? Bis 1925 oder so? Oh, guck mal. Im Jahr 1919 sind wir jetzt und sind schon ganz weit hinten. Also hier die Schwester noch, ältere Schwester hat er. Sie hat sehr ausführlich geschrieben. Boah, sind das tolle Sachen. Friedrich Wilhelm Schönfelder. Bei Fräulein Hoburg. Bei Fräulein Hoburg. Ach, guck mal an. Das sind, wow. Also das ist aus seiner Kriegsgefangenschaft eine Postkarte, August 1945.
Boah, wo war er denn euer gefangen? Friedel. Larsack. Wo ist denn? Frankreich wahrscheinlich? Larsack, hört sich an. Larsack. Frankfurt-Oder hat das hin. Und vorne steht drauf, Haus zerstört, Adresse unbekannt. Wow. Kam wahrscheinlich zurück, ja, hier, zurückgestempelt. Leck mich am Arsch. Sorry dafür, aber das ist einfach das, zu krass. Das ist zu krass. Geil, sowas kriegt man nicht oft. Das ist auch ein Grund, warum ich sowas gerne sammle und auswerte, weil es zeigt halt die individuellen Schicksale, weil jede Familie hatte seine Schicksale. Man kennt nur so ein bisschen das große Ganze und das ist so diese Details sind das Interessante. Nicht nur der Zweite Weltkrieg, auf dem sich viele dann konzentrieren, sondern Erster Weltkrieg, Inflationszeit, Deutschteilung. Was da los war, Junge, Junge. Oder auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn die Männer nach 10 Jahren heimkamen und die Frau schon einen anderen hatte. Ach, längst. Oder das mit Horror, oder das sind diese schlimme Schicksale. Auf den Mann gewartet hat und der Mann dann in die Ostzone gegangen ist und hat gesagt, entweder kommst du auch rüber oder das war es dann so nach dem Motto. So da was. Sind Sachen passiert, das kann man sich nicht vorstellen, gell. Verrückt. Ach, guck mal hier, was für eine hübsche Frau. Ne? Wahrscheinlich seine Mutter. 1923. Genau, das zu Friedrich Schönfelder. Guck mal, ja. Hat eine harte Frise, aber sonst hübsch, ne? Ja. Sehr hübsch. Wahnsinn, das sind ganz tolle Sachen. Ey, ich stelle mir ja dann immer vor, das Buch, wie viel Mühe und Zeit jemand hier hineingesteckt hat. Hier sind wahrscheinlich mehrere hundert, ungefähr wahrscheinlich 200, würde ich jetzt mal so Seiten. Sagen, 200 handschriftliche Seiten, wie viel Wert dieses Buch für einen Menschen hatte. Und jetzt liegt es einfach in deinen Händen, aber da liegt es auch sehr gut, weil du bist dir dieses Wertes bewusst. Und ich sitze ja nicht drauf, ich versuche es auszuwerten und wissenschaftlich. Toll. Ganz, ganz toll. Ja, dann habe ich ein Tagebuch aus Berlin, das finde ich auch ganz spannend. Der Mann, der hat in der Nachkriegszeit über Jahrzehnte hinweg Tagebuch geschrieben. Und er hat unter anderem die Mondlandung verfolgt am Fernsehen und hat dann in sein Tagebuch geschrieben, wie dieser Tag für ihn abgelaufen ist. Schön. Und dann schreibt er hier zum Beispiel am 21. Juli 1969, nun ist das Unfassliche wahr. Menschen sind auf dem Mond gelandet, haben ihn betreten. Wer hätte noch vor 20, vor 10, noch vor wenigen Jahren gedacht, dass das tatsächlich wahr werden würde? Wer hätte geglaubt, dass man das miterleben würde, unmittelbar miterleben könnte? In erstaunlich guten und nie gestörten Bildern habe ich nun gesehen, wie der erste Mensch den Mond betrat. Über 2 Stunden Fernsehübertragung vom Mond. Das war ja live. Ja. Von den Arbeiten der Astronauten dort, ihrem Sammeln von Gesteinen, dem Aufstellen von Geräten, dem Hissen der amerikanischen Flagge. Unheimlich, unfassbar und doch wahr. Faszinierendes Erlebnis, einmaliges Erlebnis in der Menschheitsgeschichte. Nachts habe ich nicht geschlafen. Dann vormittags 2 Stunden, nachmittags 2 Stunden. In knapp 2 Stunden wird die Mondfähre wieder zum Mond starten. Den ersten Aufstieg wird man miterleben können. Toll, toll. Das hat natürlich die Menschen damals fasziniert. Mein Vater hat mir auch erzählt, wo er war in der Nacht der Mondlandung. Er war in einem Heimatdorf bei einem Kumpel und hat es dann dort angeguckt. Es war, bei uns im Dorf war gerade die Kirmes und mein Opa, die Leute waren am Saufen, am Feiern und mein Opa war natürlich auch total interessiert, war auch auf der Kirmes und hat gesagt, ich gehe nach Hause. Und dann waren da eine Menge Leute, die da gar keine Lust drauf hatten. Und da hat er gesagt, nee, das ist ein Event, das hat man nur einmal im Leben. Ich gucke mir das an. Und dann ist er nach Hause gegangen und ist auch ausgelacht worden von, so ein Scheiß, die Mondlandung und so. Aber so ist es auf dem Dorf. Die Leute sind da nicht, also die, ich glaube, da fehlt manchmal so der Horizont. Und ich bin froh und stolz, dass mein Opa den hatte. Ja, ein interessantes Thema habe ich noch. Ein Tagebuch aus dem Ersten Weltkrieg eines U-Boot-Kommandeurs. Oder Kommandant steht dort. Boah, wenn ich so U-Boot-Katastrophenfilme anschaue, da bekomme ich immer Platzangst. Das ist ja, so unangenehm. Man denkt, das ist ja nicht nur in dem U-Boot drin, sondern auch noch im Wasser ganz tief unten. Da bin ich, hör auf zu reden. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, wie weit es noch weiter runter geht und was da ist, ohne dass man überhaupt was sieht. Und der Druck. Boah. Ja, und die waren im Ersten Weltkrieg aktiv. SMUB 35, 1917. Von einem Stöter, der hat es geschrieben. Stöter, was ist denn Stöter? Ein Stöter? Ein Nachname ist Stöter. Achso, von einem Herrn Stöter. Von einem Stöter. Ich habe hier einen kleinen Auszug nur, dass man mal sieht, wie das so ungefähr inhaltlich ausschaut. Und da hat er geschrieben, der vierte Dampfer schießt ins Wasser und das eben vorbeigelassene Torpedoboot kommt mit äußerster Kraft zurück. Auf 45 Meter abgelaufen. Wasserbombe weit ab. Ah, unangenehm. Das ist einfach unangenehm. Was ist denn damit passiert? Das ist kurz danach, ein paar Monate später, versenkt worden. Wirklich? Ja, aber das Tagebuch ist gerettet.
Das hat er aber da drin geschrieben. Vielleicht hat er es per Feldpost an seine Familie geschickt. Wahnsinn. Also er ist tot wahrscheinlich dann. Ja, schätze ich mal. Oder er wurde gerettet. Vielleicht kann ja auch sein, dass er abgeschossen wurde und die waren nicht so weit unter Wasser, dass er noch raus konnte. Lässt sich sicher recherchieren. Vollkommen wahnsinnig. Vor allem, ich kriege das ja auch aus von Leuten, die selbst nichts mit anfangen können. Da kriege ich meistens keine Informationen. Ja, da muss man sich natürlich. Dann selbst anschaffen. Natürlich. Und das Internet ist wahrscheinlich auch gar nichts darüber zu erfahren. Doch, über das U-Boot, da steht auch das Versenkungsdatum und so. Müsste man mal gucken. U-Boot ist recht gut recherchiert, weil es ja wie die Flieger ein ganz spannendes so Abenteuerthema ist. Ja. Ja, und das ist jetzt ein bisschen weiter zurückgegangen, mal in den Ersten Weltkrieg. Und ich könnte noch viel weiter zurückgehen. Ich habe 19. Jahrhundert, Napoleonische Kriege, Deutsch-Französischer Krieg, feierte jetzt 2020. 150. Jubiläum in Anführungszeichen. Mhm. Also da gibt es sehr viel Material. Ich bin immer wieder fasziniert davon und es war erst der Anfang. Ich wollte gerade sagen, es war der zweite Teil und ich glaube, es ist noch eine Menge da. Ne? Geil, Hammer, großartig. Ich hoffe, ihr seid auch so fasziniert. Ich kann es manchmal nicht so einschätzen, ob jetzt ich das nur geil finde oder so. Das Problem ist, ich kriege ja vieles, weil sich viele dafür nicht interessieren. Das finde ich auch schade. Und täglich werden solche Sachen weggeschmissen. Ja. Wo sich jedes Museum sich die Finger nachlecken würde. Du kannst auch bald eins aufmachen, ne? Ja, absolut. Ja. Okay, macht's gut, ciao. Tschüss.